ja, Zeit, euch das Zubehör von meinem Velo vorzustellen. Also ich bin ja mit meinem Velo Bike Plus hier auf Radreise 4-5 Tage unterwegs. Und ja, und was nehme ich an Gepäck mit? Und das möchte ich euch einfach mal zeigen. Ja, es sind ungefähr eine Radreise 3 Tage. Ein Tag waren wir wandern. Und was habe ich alles dabei? Das ist ein elektrisches Faltrad, sehr klein. Viel Platz ist nicht, um die Taschen zu befestigen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hinten an. Ja, hinten habe ich diese Tasche von Top Peak. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe mich einfach vorher ein bisschen belesen und die fand ich ziemlich interessant. Und die hat einen Vorteil. Da drin ist noch eine Tasche, eine andere Plastiktasche. Da kann ich alle Klamotten reinquetschen, kann das zudrehen und da habe ich unten noch so eine Schraube. Ich kann das aufschrauben und dann entweicht die Luft und da kann man so wie so eine Art Vakuum produzieren. Ja? Also es wird immer kleiner, immer enger und am Schluss, wenn das sehr kompakt ist, schließe ich diese Schraube zu, schiebe das hier rein und habe eben hier so ein bisschen Wäsche drin. Ja? Tatsächlich ist hier mein Wäschebeutel drin, ein paar Hosen, T-Shirts, alte Sachen. Hier oben drauf meine Strickjacke. So, das ist das, was hier hinten ist. Dann haben wir hier diese Mitteltasche. Die ist jetzt nicht so cool. Ja? Da habe ich einfach, ich glaube, auch 2 T-Shirts. Mein Unterwäsche ist da drin. Da ist eine Tüte drum. Und das habe ich da reingewirkt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen größer sein könnte. Ich habe aber leider nichts gefunden auf die Schnelle. Was toll ist, dass auf alle Fälle diese Klettsachen hier überall gut passen am Rahmen. Ja, und das ist natürlich auch ideal hier beim Velo, dass das zwischen die beiden Eisenstangen passt. Und auch sweet ist das hier, diese kleinen Reißverschlussnippel, die kann man hier so reinschieben. Und das ist ganz praktisch, falls die Tasche nämlich andersrum ist, am Anfang der Radreise hatte ich so. Und dann killern die einen immer hier beim Radeln und man kann das hier reinschieben. Sehr praktisch. Wie lange sie hält, keine Ahnung. Der Test steht noch aus. Dann habe ich hier vorne den Gepäckträger vom Velo. Ja, das ist ein Original-Velo-Zubehör. Und da habe ich hier diese Waude-Tasche. Und da habe ich einfach meine Jacke oben drauf und drin sind meine Essenssachen, meine Getränke, Büchse und die ganze Technik. Ja, meine Insta-Kamera mit ein paar Kabel, Aufladegerät, das ist alles hier drin. Ein bisschen Arznei mit Sachen und das Ladegerät von meinem Velobike. Auch das habe ich hier drin. Mehr ist es nicht. Dann habe ich halt noch meinen Rucksack. Den versuche ich ja möglichst leicht zu lassen. Da ist nur Sonnenbrille, Portemonnaie drin und vielleicht mal ein Pullover oder so, aber das sollte man natürlich nicht zu schwer machen, weil sonst sitzt es sich schwer auf dem Fahrrad. Das tut dann irgendwann weh. Das muss nicht sein, also bloß nicht zu schwer machen. Ist aber praktisch, wenn man auf Wandern geht, dann kann man den natürlich mitnehmen. Helm. Und was haben wir noch? Irgendwas wollte ich noch sagen. Na gut, und ein bisschen schlauchig noch bei Jürgen, der gerade aufnimmt. Sein Duschgel, seine Sonnencreme und was noch? Naja, danke dafür. Und das ist mein Velo-Zubehör auf meiner kleinen Radreise. An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf das Taschenzubehör von Velo eingehen. Wenn ihr Velo-Fans seid und euch stark für dieses Fahrrad interessiert, dann ist euch wahrscheinlich schon diese Tasche hier aus dem Velo-Shop über den Weg gelaufen. Naja, die ist zumindest praktisch, ja, weil es ist eine robuste Fahrradtasche und sie passt exakt auf den vorderen Velo. Gepäckträger ist wasserabweisend. Ich selber fand die Tasche optisch nicht so schön, deswegen habe ich mich nach etwas anderem umgesehen und ihr habt es ja hier im Video eben gesehen. Dann gibt es noch bei Velo das Velo Daypack Limited Edition. Okay, das ist recycelte LKW-Plane, aber welches Muster man hier bekommt, wird nicht klar. Okay, ich sag mal an dieser Stelle, wenn einer von euch das hier bestellt hat, kann er ja gerne mal einen Kommentar unter dem Video dalassen, wie er die Tasche findet, wie robust sie ist. Das würde mich interessieren, schreibt es einfach unter das Video. Aufgefallen ist mir noch ein Taschenhersteller aus Barcelona. Die haben sich ein Velo zugelegt und auf Instagram könnt ihr sehen, wie die in Barcelona rumfahren und ihre eigenen Taschen mit dem Velo fotografieren. Und anscheinend haben sie auch ein eigenes Klicksystem, mit dem man diese Taschen vorn am Velo befestigen kann. Ja, die Taschen finde ich sehr hübsch, auf jeden Fall sehr gelungen. Und die Webseitenverlinkung findet ihr hier unter dem Video. Ebenso interessant, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, kommt demnächst bei Velo ein neues System, bei dem ihr eure Reisetaschen hinten am Velo befestigen könnt.
Ja, bisher gibt es nur dieses eine Instagram-Foto, das blende ich euch hier gerade ein. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr dieses Zubehör noch dieses Jahr bestellen könnt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob und wie sich das Velo dann falten lässt. Wenn ihr diese Taschen irgendwie spannend findet, ich habe unten die Links in der Produktbeschreibung. Darüber könnt ihr sie finden und gerne auch bestellen. Da verdiene ich ein bisschen was dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Clip.